Für fremde Sünden, für fremde Schuld büßen, wie soll das gehen? Das ist noch nicht gerecht, das ist definitiv nicht gerecht. Ja, das ist ein Einwand, den hören wir auch oft von unseren lieben muslimischen Freunden. Es ist doch einfach nicht logisch, sagen sie uns, wenn zum Beispiel ein unschuldiges Baby gestraft wird, für was irgendein Verbrecher macht. Das ist doch einfach nicht fair, nicht gerecht. Jeder soll gefälligst für seine Sünden vor Allah dann gerade stehen, Rechenschaft ablegen. Ja, wenn du jetzt Muslim bist, vielleicht hast du das auch oft gehört von deinen Eltern, von Imam, oder dir wurde es irgendwie auch erzählt von Freunden. Vielleicht hast du aber selber auch im Koran mal gelesen, da gibt es den einen Vers und der sagt das ja auch. Der sagt, jetzt je nachdem welche Übersetzung, ist der Wortlaut ein bisschen unterschiedlich, aber eine Übersetzung sagt, keiner, der eine belastete Seele hat, soll die Last eines anderen tragen. Steht in Sure Al-An'am, also in Sure 6, Vers 165. Ja, eben nicht die Last eines anderen tragen. Und ich denke, diese Stelle, weil sie doch etwa in ähnlichem Wortlaut etwa 4 oder 5 Mal im Koran vorkommt, ist das nicht von der Hand zu weisen, dass dann oft diese Argumente auf den Tisch kommen. Wie soll eine Seele die Sünden von anderen tragen und dann noch eine unschuldige Seele? Das ist doch nicht gerecht. Erstens mal muss man vielleicht dazu sagen, dass sowohl im Koran Stellen gibt, wo dann eben doch auch Lasten von anderen getragen werden im Tag der Auferstehung. Also nur ein Beispiel mal zu nennen, Sure 16, Vers 26, dass sie am Tage der Auferstehung ihre Lasten vollständig tragen mögen und einen Teil der Lasten derer, die sie ohne Wissen irreführen. Also diese Sünder nach dem Koran müssen eben dann doch auch noch einen Teil von anderen tragen. Was ist mit Lasten gemeint? Der Koran ist sehr deutlich, dass es dabei wirklich um Sünden geht. Also um eine Last, eine Schuld, die man sich angehäuft hat. Und tatsächlich müssen wir immer mal überlegen, ist das jetzt sowas komplett anderes als das, was wir Christen glauben? Wenn wir nämlich den Vers mal genau lesen, keiner, der eine belastete Seele hat, soll die Last eines anderen tragen, dann sagen wir Christen, richtig. Geht gar nicht. Deckt sich mit dem, was zum Beispiel steht in Psalm 49, Vers 8 und 9. Keiner kann die Seele seines Bruders erlösen, nicht kann er, ich lese es lieber nochmal wörtlich nach, damit ich es jetzt nicht falsch zitiere. Psalm 49. Vers 8. Keineswegs vermag jemand seinen Bruder zu erlösen, nicht kann er Gott sein Lösegeld geben. Und dann wird das nochmal unterstrichen, Vers 9, er muss davon abstehen. Also es kommt nicht in Frage, dass jemand die Seele seines Bruders erlösen kann, sozusagen das Lösegeld zahlen kann. Mit anderen Worten, eben diese Schuld auf sich nehmen kann, das geht gar nicht. Auch nach der Bibel tatsächlich. Und insofern stimmen wir zu, eine belastete Seele kann nicht die Last eines anderen tragen. Aber welche Tür lässt jetzt auch der Koran offen? Nämlich die Frage, wie sieht es denn aus mit jemandem, der keine belastete Seele hat? Jemand, der sündlos ist. Und ist es nicht interessant, dass zum Beispiel von Mohammed nicht steht, dass er sündlos ist, dass aber von Jesus Christus, von dem übrigens im Koran auch mehr steht als von Mohammed, und ihm wird gesagt, in Sure 19, Vers 19, dass er sündlos ist. Einen reinen Knaben werde ich dir bescheren, sagt Allah zur Maria. Und rein kann man da an der Stelle auch übersetzen mit sündlos. Und viele Muslime pflichten mir wahr, eigentlich jeder Prophet ist sündlos. Das ist doch irgendwie speziell. Wieso steht das genau im Koran von Jesus Christus? In der Bibel, Buch Injil, da steht eben noch einiges mehr über Jesus Christus, der für uns Christen mehr ist als ein Prophet. Da steht, dass er ohne Sünde ist, Sünde nicht in ihm ist, er keine Sünde kannte, keine Sünde tat. Da wird es noch mehrfach unterstrichen, dass er völlig, völlig
sündlos ist und eben insofern auch mehr ist als einfach nur ein Mensch. Wenn wir von Mohammed lesen, zum Beispiel in Sura 40, Vers 55, 47, Vers 19, 48, Vers 2, wie er um Vergebung beten soll, wie Allah ihm Anweisungen gibt, er soll um Vergebung beten und nach dem Ausleger al-Bukhari soll er das sogar 70 Mal am Tag tun, das ist im Schnitt alle 20 Minuten, dann steht sowas von Jesus weder im Koran noch in der Bibel. Jesus musste nicht um Vergebung beten, weil er eben völlig, völlig sinnlos war als der Sohn Gottes. Nicht nur Mensch war. Und ich glaube, da ist eben der Schlüssel. Wenn jemand die Schuld auf sich nehmen soll, und dieser jemand wird von Gott gestellt, von Gott geschickt, dann muss das jemand sein, der nicht einfach nur Mensch ist. Er musste Mensch werden, um Stellvertreter zu werden, aber er musste auch völlig unantastbar sein. Auch etwas, was im Koran steht, nur bei Jesus. Dass Satan ihn bei der Geburt nicht antasten konnte. Zumindest ein Ausleger, der erklärt dann das noch, dass bei Jesus konnte das Satan nicht. Es ist so interessant, wie es doch irgendwie gewisse Parallelen gibt. Aber wie euch muslimischen Freunde einfach nahelegen, forscht weiter, wer dieser Jesus ist. Wenn er bei euch wirklich ein großer Prophet ist, dann forscht weiter, wer er ist. Lest das Buch Injil mal. Und dann werdet ihr staunen, was er alles gesagt hat. Er hat zum Beispiel gesagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, und dieses Ich bin bezieht sich auf Yahweh, auf den Bundesgott Jehova des Alten Testaments. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Das sagte er den Juden, das sagte uns aber auch heute, uns Menschen, die wir vielleicht nicht mehr nach ihm fragen und denken, er ist ja auch nur ein Prophet. Das ist eben nicht so. Er konnte sagen, ihr werdet in euren Sünden sterben, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin. Was meint er mit ich es bin? Der Sohn Gottes, eben dieser eine, der das Problem lösen konnte, das Sündenproblem, der diese Lasten auf sich nehmen konnte. Wenn er sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr euch abmüht und die ihr beladen seid, dann richtet er sich an die, die Lasten haben. Und er sagt dann, ich werde euch Ruhe geben. Damit sagt er, ich kann euch die Lasten wegnehmen. Und es ist so wichtig, dass wir diesen Stolz loslassen, zu behaupten, ja, ich muss mich halt einfach nur anstrengen. Ich muss, wie Mohammed halt 70 Mal oder noch mehr, ich muss irgendwie halt oft um Vergebung beten und irgendwie kriege ich meine Sünden schon weg. Nee, du kriegst sie nicht weg. Die Bibel ist das sehr deutlich. Im Gegensatz zum Koran, der das ein Stück weit offen lässt, gibt es ein definitives Gericht für jeden Sünder. Da gibt es keinen Sünder, der ein Stück weit durch die Hölle geht und dann wieder rauskommt. Es gibt ein definitives Gericht, eine ewige Hölle, wo niemand mehr rausgeht, wenn er nicht Jesus im Glauben angenommen hat. Der dir die Lasten nimmt, der dir Ruhe gibt, der dir das anbieten kann, was kein Prophet eben kann, sondern nur der wahre Sohn Gottes. In dem Sinne, folge seinem Ruf, wenn er sagt, kommt her zu mir. Ja, komm her zu ihm. Und er wird wirklich auch für dich dieser Lastenträger, wenn du das im Glauben annimmst.